So Leute, wie jedes Jahr natürlich dieser Discounter-Vergleich von den kubischen Kanonschlägen. Einmal Aldi Süd Thunder Cube gegen die kubischen Kanonschläge von Lidl. Wir fangen jetzt an mit den kubischen Kanonschlägen von Lidl. Ihr habt es gehört, ja, von den 6 Stück sind vielleicht 2 Stück hochgegangen, die anderen Nieten, also Kacke. Jetzt die Thunder Cube von Aldi Süd. Gut, der letzte war jetzt mal richtig gut, ansonsten auch nicht der Brüller.